Ja, hallo und willkommen zurück bei Minecraft Feed the Beast Light. Ich bin's, der Black. Und ich habe das Geheimnis dieses Elektrolysers gelöst. Im Prinzip ist es ja nichts anderes als eine Batterie. Das habe ich ja schon gesagt. Das Problem war nur halt, kann ich den auch hier anschließen, während quasi der MFSU quasi eigentlich, der hat ja nur einen Ausgang, zu einer Seite Ausgang, den Ausgang hat. Ja, das geht. Also der Ausgang ist das hier. Und trotzdem kann ich den Elektrolyser hier daneben stellen. Wenn der MFSU über 70% geladen ist, würde der quasi diese Water Cells elektrolysieren und würde da quasi die Energie drin speichern. Fällt der MFSU unter 30%, wird das quasi wieder zurückgenommen. Geht nicht ganz ohne Verluste, ist aber ein guter Energiespeicher und eigentlich vergleichsweise billiger. Gerade wenn man nur eine Bedbox zum Beispiel zur Verfügung hat, wäre das vielleicht eine Idee, wo man drüber nachdenken könnte. So, was ich auch jetzt mal mache, ist die zwei Dinger hier abbauen. Genau, wunderbar. Damit ich da nämlich vorbeikomme. Lass ich erstmal da. Stecken wir erstmal hier rein. Zup. Alles voll hier. Dadurch, dass wir alles auch gefüllt haben, aber naja, gut, zählt ja nichts. So. Gut, denn das Geheimnis des Elektrolysers ist sozusagen geklärt. Was machen wir jetzt? Ja, ich habe mir da schon ein bisschen was überlegt und ich denke, ich werde erstmal damit anfangen, erstmal zu kontrollieren, wie sieht denn hier alles aus. Wir gehen mal zum Steinbruch und schauen mal, was der gerade so macht. Steinbruch. Flupp. Einmal durch. Ja, er arbeitet noch, aber ist schon doch ordentlich tief. Okay. Ich habe nämlich vorher, bevor ich hier die Aufnahme... singst du wieder fest hier. Schlimm. So, warte, dann machen wir am besten mal... Oder geht's per Jump Boost? Ja, per Jump Boost geht's auch. Da muss ich noch ein bisschen was machen. Das ist immer ein bisschen schlimm und kritisch, aber ja, zählt ja nichts. So, ich habe mir überlegt, auf jeden Fall in der ersten Aufnahme erstmal ein paar Truhen zu machen, damit ich vielleicht doch so langsam mal anfange, hinten die Turtle, sagen wir mal, vernünftig zu betreiben. Beziehungsweise, vielleicht fange ich nicht erst an, die Truhen zu machen, sondern mache erst hier... Dazu brauche ich aber noch ein paar von den Redstone Energy Conduits. Ich muss mal gucken, habe ich da noch welche? Elektrik? Conduit. Nein, habe ich keine. Oh, nee, halt. Kommando zurück. Ich habe noch was viel Wichtigeres, weil das habe ich in der letzten Folge schon vergessen und so weiter und so fort. Der Dü wollte ja, dass ich das Portal nochmal umsetze, weil er da irgendwas hinbauen wollte. Habe ich kein Problem mit. Nehme ich das Zeug halt mal mit. Und baue eben das ganze Portal da hinten nochmal ab. Und setze es um. Sollte kein Problem sein. Ich nehme mal eine Spitzhacke noch mit. Spitzhacke. Und gegebenenfalls, wenn ich sie denn finde. Wo ist denn meine... Überhaupt, wo ist meine ganze Ausrüstung? Die werde ich doch nicht irgendwo... Achso, hier ist meine Wand of Cakes. Nee, ich habe das da tatsächlich alles... warum auch immer ins Lager... Achso, ja, fürs Umlagern wahrscheinlich wieder. Okay, ein bisschen was kommt ja auch schon wieder zusammen. Hier oben haben wir... Ja, ist auch schon wieder ein bisschen was. Hier auch. Naja, gut. Okay, brauche ich mich nicht beschweren. Gut, gehen wir mal durch. Zu Dül ins Haus. Das ist bescheuert. Ich muss schon das andere Tor nehmen. Okay, da sind wir. Und hier bauen wir einfach mal alles ab. Dazu brauche ich meinen Zauberstab. Weil das sind ja logischerweise, wie wir wissen, solche Warded Stones, die ich alle gedenke, wieder mit einzusammeln. Zack, 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 zack. Und hierfür nehmen wir... komm, geh ab. Wunderbar. Das Teil. So, und dann werden wir sehen, wo bauen wir das am besten hin. Der Dü hat gesagt, hier irgendwo. Aber ich will es wirklich nicht in den Schilderwald reinsetzen. Weil wenn ich das hier in den Schilderwald setze, beziehungsweise Schilderwald in seinen komischen Baumwald, könnte ich auch fast zu Fuß laufen. Andererseits, wenn ich es hier vielleicht in die Ecke reinsetze, das würde eventuell gehen. Insofern mache ich das einfach so hier. Ich nehme noch ein bisschen mehr raus. So, 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 so. Und einmal nach hinten. Damit ich es auch schön einhüllen kann, sozusagen. Wisst ihr was? Ah ne, das geht hier nicht. Dann muss ich noch eins weiter rüber, das will ich aber gar nicht. Obwohl, ich tausche einfach hier aus. Soll er machen, was er will. Er ist eh nicht so der auf Schönheit beachtet. Muss man ja sagen. Und er hat gesagt, ich soll sie hersetzen, also soll er nicht meckern. So, hopp, 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 hopp.
Einmal eiskalt. Und dann hier diese ganzen Walled Stones. Erstmal hier die Reihe nach oben gesetzt. Zock, zock. Hier haben wir die Rückwand. Ich mache das jetzt absichtlich ein bisschen, naja, sagen wir mal breiter als vielleicht nötig. Weil, naja, es schadet jedenfalls nicht. So, hier brauchen wir das. Da dahinter kommt dann einmal der Wireless Transmitter und einmal das Portal sozusagen. Das heißt, den Transmitter haben wir. Das ist der Empfänger. Den Empfänger, wo habe ich das denn am günstigsten? Mache ich das so? Komme ich hier vorbei? Ja, doch, ich mache das so. Das heißt, hier der Empfänger. Wo haben wir es? Hier den Spotloader. Flup. Und hier drüben den Transmitter. Beides muss ich natürlich noch einstellen. Den hier auf Home. Das ist nicht Home, das ist Home. Portalnetz Home. Damit er ja zu Hause auch angeht. Und das hier auf Portalnetz Dü, dem Empfänger. Damit der wieder angeht, genau. Okay, dann kann ich hier schon mal im Prinzip oben zumachen. Nochmal zu machen und hier zu machen. Hier drüben kommt der Knopf hin, netter Holzknopf. Da kommt das hin und das Portal einfach hier heran. Gucken wir mal. Plupp. Ich komme wieder zu Hause an. Steinbruch. Dill ins Haus. Jawohl. Funktioniert wieder alles. Alles bestens. Perfekt. Gut, damit habe ich seinem Wunsch schon mal entsprochen, habe das Portal umgesetzt. Und jetzt wollte ich nach Hause rennen. Toll. Und jetzt gehe ich wieder raus und werde mich hier mal an etwas anderem wagen. Erstmal diese Conduits. Ich brauche nämlich mehr Conduits. Conduits. Nee, wie heißen die denn? Doch, die heißen Conduits. Da haben wir sie doch. So. Dazu brauche ich das Electrum Ingot, welches ich wie kriegte. Smelting, jawohl, Electrum Blend. Und den bekam ich aus Pulverized Silver und Pulverized Gold. Das heißt, wir werden jetzt mal ein bisschen was in den Pulverizer klatschen, damit der auch mal wieder ein bisschen in Betrieb ist. Mal gucken, haben wir hier hinten? Nicht hier, hier oben. 1, 2, 3, 4, komm. Wir machen mal 1, 2, 3, 4, 5, 10. Und dann hier nochmal Silber. Auch nochmal 10. So. Und die klatsche ich jetzt mal in den Pulverizer. Es dürfte eigentlich relativ schnell gehen, da der ja eigentlich ganz gut im Betrieb ist. Das ist die Walzmaschine. Den Pulverizer haben wir hier. Erstmal das Gold. Ja, okay. Der arbeitet schon mal. Können wir ihn auch arbeiten lassen. Damit habe ich dann 20 Stück. Und was brauchte ich noch? Halt, hier. Dieses Hardnet-Glas, was aus Lead und Pulverized Obsidian bestand. Habe ich da noch welches? Zwischenprodukte müsste das sein, ne? Verpulvertes, Zwischenprodukte, Hardnet Glas. Ja, eins hatte ich noch. Aber das wird nicht reichen. Das heißt, ich werde auch hier ein bisschen Obsidian noch zusammenzimmern, weil verpulvertes Obsidian habe ich nicht mehr so viel. Okay. Heute wird der Pulverizer wieder mal ein bisschen betrieben. So, da hätten wir schon gleich die erste Runde. Wunderbar. Das nächste, man sieht schon, langsam fängt er an zu schwächeln, weil ihm die Energie ausgeht, aber die müsste eigentlich auch wieder aufgefüllt werden, so halbwegs. Eigentlich. Strom müsste jedenfalls ankommen, es sei denn, natürlich, das Ding zieht so viel Energie, hier dieser Tesserakt, also sprich die Baumform eigentlich, dass der nicht mal hinterherkommt, aber das glaube ich fast gar nicht. Ich kann ja mal kurz, einfach mal hier, hüpp. Mal kurz ausschalten. In dem Moment dürfte der hier. Ja. Und schon geht's wieder aufwärts. Kriegt er wieder deutlich mehr Energie, als er vorher hatte. So, ich hole mal noch ein bisschen Lead. Haben wir hier noch ein bisschen Lead? Drin, Tin, Silber, Lead, Ohr. Jawohl. Machen wir auch. Einfach mal pauschal 10 Stück. So. Einmal hier hin. 18. Die hier rein. Wunderbar. Und das kann ich jetzt erstmal hier, kann ich das mixen?
Geht das gleich zum Mixen oder muss ich das in den Induction-Schmelter hauen? Nee, geht zum Mixen. Wunderbar. Damit hätten wir das Elektrum, was wir brauchen. Jawohl. Welches wir auch wunderschön ins Öfchen hauen. Ich hätte es auch gleich hier reinhauen können, aber naja, gut, okay. Was soll's? Hier inzwischen haben wir das Lied auch fast durch. 1,9,4,5,6,7,8,9,10, beziehungsweise hier werden wir 20 machen. Einfach nur, weil wir es können. Ich meine, Obsidian haben wir genug. Scheint dunkel zu sein. Ich werde mal kurz in die Haya gehen. Es muss ja nicht sein, dass wir hier in der Nacht Dunkelheit haben und so. Und überhaupt. Und draußen die Mobs rumrennen. Nee. So, okay, das hätten wir. Draußen klopft es schon. Hallo du. Tschüss du. Oh, da lag schon wieder ein Köpfchen. Aber ich glaube, von denen habe ich mittlerweile genug. Ich kann aber mal Verwolverles, Zwischenprodukte, Heavy Metal, wo ist denn mein Zauberhaftes? Da. So langsam habe ich so viel drin, als dass ich mich hier noch orientieren kann richtig. Aber, naja, okay. Was soll's denn? Das hier raus. Und das hier rein. Weil aus einem Obsidian gab es ja nur ein Obsidian wieder raus, ne? Ja, gut. Aber eins kann ich, eins kann ich wegnehmen, weil ich habe ja noch eins. Das kommt hier hin. Okay. In der Zwischenzeit kann ich das Hardnet-Glas hier mal, beziehungsweise das Elektro-Blend hier mal rausnehmen. 40 Stück. Hm. Kommen wir weit. Noch ein Stück. Ja. Ach so. War das eigentlich Lead, was in Pulverized Lead müsste aber auch gehen, ne? Pulverized Lead hier rein. Und das. Ich brauchte wahrscheinlich einiges mehr an Obsidian. Ich nehme mal das hier schon mal raus. Weißt du was? Komm, was soll der Geiz? An Obsidian mangelt es mir jetzt momentan gar nicht. So, Pulverized Lead ist da drin. Das Ding lasse ich noch ausgeschaltet. Weil, wie gesagt, jetzt braucht ja die zweite Maschine auch noch Strom. So, hopp. Und da sehen wir schon, das erste Hardnet-Glas kommt durch. Juhu! So. Es wird doch. Was wollte ich jetzt? Ich wollte... Klar, das Hardnet-Glas mitnehmen, ich Rindvieh. Weil daraus sollte ich ja auch ein paar Dings machen. Ich brauche jetzt aber Zwischenprodukte. Da hatten wir das eine noch, das nehme ich nämlich auch mit. Dann hierher. Hardnet-Glas in die Mitte. Zack, zack. Und 44 Conduits. Okay, ich glaube, da werden wir ewig und drei Tage mit reichen. So, die Conduits kommen unten in den Liquid Transposer rein, genau. So, jetzt brauche ich Redstone. Nehmen wir gleich mal 64. Komm. Das kommt in den Magma Crucible. Welcher auch wunderbar das Zeug verflüssigt. Welches hier unten schon ankommt. Hm, geht schneller als ich dachte. Okay, umso besser. Das hätten wir. Ich lasse das noch durchpulverisen. Das andere Lied ist jetzt erstmal irrelevant, weil wir haben ja schon einiges. Und hier das Elektrumblend lasse ich auch mal da. Wir werden jetzt aber erstmal gucken nach einem Assembly Table. Wie heißt denn der noch? Tape. Da. Advanced Crafting Table. Assembly Table, was ist denn ein Advanced Crafting Table? Mit einem Redstone Chipsatz. Keine Ahnung, was der kann. Das werde ich mir auch mal anschauen, weil den kenne ich noch gar nicht. Muss ich sagen. Ich will aber jetzt erstmal das hier bauen. Und ihr seht schon, das ist nicht unbedingt billig. Da brauche ich ein Diamantzahnrad für. Ein normales Zahnrad kriegen wir, denke ich, erstmal hin. Das brauche ich ein bisschen Holz. Haben wir noch ein paar Stickies. Hopp. Sticky. Ein Zahnrad. Reicht mir erstmal. Da draußen, außen rum, kommt erstmal Pflasterstein. Dann muss ich mal gucken. Eisen und dann Gold. Okay. Also erstmal Eisen. Und Gold. Okay. Halalalala. Eisenzahnrad. Goldzahnrad. Und ja, jetzt wird's teuer. Jetzt brauche ich Diamanten. Habe ich noch ein paar hier. 1, 2, 3, 4 Diamanten. Wunderbar. Ein Diamant noch in die Mitte. Oben einmal Redstone. Das kriegen wir hin.
Und der Rest Obsidian. Auch da habe ich noch einiges in petto. Einmal hin. Nicht gerade billig das Teil, aber ich sag mal so, unser Dings war billiger, teurer, meine ich. Unser anderer Table. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich weiß es selbst nicht, das ist egal. So, wie und wo ich den hinstelle, das muss ich mir natürlich auch noch überlegen. Das mache ich dann aber in der nächsten Folge. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, bis denn. Tschüss.